Hallo, hier ist mal wieder euer Tragoramikus und herzlich willkommen bei der ersten Zwischenfassung von Planet Zoo Beta-Version. Wie ihr alle schon wisst, ist ja die Beta seit ungefähr einer Woche draußen und schon jetzt sind alle fleißig am Zocken, am Züchten, am Verkaufen und am Pläne schmieden. Während ich selber auch schon einige Sachen selbst gebaut habe, wie zum Beispiel das, was man jetzt im Hintergrund sieht, was ich als Speedbuilding aufgezeichnet habe, haben wir doch alle schon ziemliche Höhen und Tiefen dieser Beta erlebt und waren sogar teilweise sogar frustriert oder sogar pleite. Jedoch ist es immer wichtig, nicht aufzugeben und seine Ziele im Auge zu behalten. Und deswegen will ich euch jetzt einfach mal ein paar kleine Tipps geben, wie man am besten den Franchise-Modus ohne Probleme überstehen kann. Wenn man mit dem Franchise-Modus anfängt, dann ist es auch ziemlich gut oder ziemlich hilfreich, besser gesagt, erstmal an Tiere zu kommen, welche vor allem erstmal sehr billig sind, aber auch leicht zu züchten. Wie zum Beispiel Pfauen, Rappenantilopen oder andere Tiere wie Strauße. Jedenfalls Tiere, die man eventuell schnell in Punkte umwandeln kann, weil diese nicht sehr lange brauchen, bis sie groß werden. Genauso wichtig ist es aber auch, dass man ein gutes Gleichgewicht zwischen Geld verlieren und Geld verdienen bekommt. Wie man das bekommt, kann ich euch ziemlich leicht erklären. Natürlich ist es genauso wichtig, erstmal ganz viele Läden aufzubauen, beziehungsweise ein paar Läden, damit das Geld überhaupt erst reinkommt. Ohne Läden ist es natürlich sehr schwierig. Manche sagen, man soll überhaupt keine Läden aufbauen, aber das ist völlig Unsinn. Vor allem im Eingangsbereich ist es vor allem sehr wichtig, sich erstmal ein paar Läden im Voraus aufzubauen. Die besonders Kreativen unter euch können sogar gleich einen ganzen Komplex aufbauen, der als Blueprint gespeichert werden kann, damit ihr zumindest den Start habt. Aber Vorsicht, jeder neue Komplex kann euch sehr viel Geld kosten. Deswegen ist es wahrscheinlich am Anfang erstmal nicht zu empfehlen, einen ganzen Komplex zu bauen und damit dann das halbe Geld sozusagen schon aufgebraucht zu haben, um dann am Ende keine Moneten mehr für Tiere zu haben. Ich gebe euch dann noch einen Tipp, habe ich von Sean McBeard aufgeschnappt, aber wenn ihr unbedingt so einen großen Weg haben wollt, der aussieht wie so eine Art Plaza oder sowas, dann aktiviert beim Wegebau die Rasteransicht. Dann habt ihr nämlich keine Probleme mehr damit, große dicke Wege zu bauen, welche so verbunden sind, dass die aussehen wie ein großer Platz. Im Mittelbereich des großen Platzes baut ihr dann schließlich ein paar Tische hin. Und nachdem ihr das geschafft habt, kommen ringsherum die ganzen Läden drumherum, wie zum Beispiel Gulpi Soda oder Chief and Beef. Baut von jedem mindestens erstmal 3 Gebäude dahin. Habt ihr ein Gehege und ein paar Einkaufsgebäude und schließlich auch ein paar Gehege, ist es natürlich wichtig, die Gehege so auszustatten, dass sie auch Geld bringen. Am besten benutzt ihr immer da, wo ihr die Scheiben habt, ganz viele Spendenbüchsen. Ihr braucht mehr als genug, um euch aufrecht zu halten. Ich habe Spendenbüchsen nicht nur an den Gehegen aufgebaut, sondern auch zum Beispiel spendet für andere Sachen, spendet für den Park an sich, spendet für alles, egal wo ihr die Spendenbox hinbaut, die Besucher werden immer was reinwerfen. Denn die Finanzen regeln sich vor allem auch über die Spendenboxen und über die Verkäufe, die man sozusagen macht. Sollte euch trotzdem irgendwann mal irgendwie das Geld ausgehen, weil ihr merkt, ihr habt viel zu viel verbaut oder so, während ihr die Zeit angehalten habt, dann nehmt einfach ein Darlehen auf, das tut euch für den ersten Moment nicht weh, es bringt euch Geld, das ihr zwar zurückbezahlen müsst, aber solange ihr damit baut, kann euch nichts passieren erstmal und ihr könnt sogar den Umfang eures Parkes sogar verdoppeln. Jetzt muss nämlich nur noch alles funktionieren, die Tierpfleger müssen funktionieren, die Tierärzte, dabei ist wichtig, beziehungsweise finde ich jetzt empfehlenswert, wenn jedes Gehege seinen eigenen Tierarzt zumindest hat und vielleicht auch seinen eigenen Tierpfleger. Es gibt hier und dort zwar immer noch Bugs, welche den Spielspaß ein kleines bisschen einschränken, aber das Grobe zumindest ist jetzt zumindest schon rausgepatcht worden, wie zum Beispiel, dass die Tierpfleger sich nicht komplett um alles gekümmert haben, dass sie mittendrin abgebrochen haben und die Tiere dann plötzlich einfach verhungert sind. Das alles ist schon ausbalanciert worden und einige
Gründe, warum das Spiel crasht, sind auch schon entfernt worden. Zwar nicht alle, aber zumindest ein großer Teil. Sollte dein Zoo nun laufen, weil du mehr verdienst, als du ausgibst, und dein Zoo steigt immer zum über 10.000er Multiversum auf, dann kannst du jetzt auf jeden Fall sagen, dass du einen Zoo hast, der sicher ist. Allerdings ist dir sicher schon aufgefallen, dass manchmal die Tierpfleger oder andere Arbeiter plötzlich aufhören zu arbeiten. Ist dir das schon aufgefallen? Wenn ja, dann bist du sicher nicht allein. Einige haben sich nämlich schon darüber beschwert, dass es irgendwie seltsam ist, dass plötzlich die Tierpfleger aufhören zu arbeiten, obwohl der Bug schon behoben ist. Ich habe heute herausgefunden, dass dies natürlich kein Bug ist. Denn stellt euch mal vor, ihr arbeitet. Aber für das, was ihr arbeiten müsst, müsst ihr viel mehr tun als das, was ihr sonst tut. Und ihr bekommt trotzdem immer noch den vollen Lohn. Was würdest du denn nach der Zeit machen, wenn sich dein Gehalt überhaupt nicht verändern würde, obwohl du dich jetzt um viel mehr kümmern musst als vorher schon? Natürlich musst du dich um Zoo kümmern und du bekommst nicht mal einen Penny mehr dafür. Da würdest du natürlich auch streiken, nicht wahr? Und das ist nämlich das, was die gesamten Tierpfleger nach einer gewissen Zeit machen. Aber nicht nur die Tierpfleger, sondern auch die Arbeiter, die Forscher und die ganzen anderen Verkäufer, Mechaniker. Einfach jedes Personal hat irgendwann mal die Schnauze voll und dann arbeiten die nicht mehr. Es hat nicht unbedingt mit einem Bug zu tun. Es ist einfach nur, weil die bekommen einfach keinen Penny für sowas. Es ist deswegen einfach mal zu empfehlen, einfach mal nachzusehen, wie zufrieden die Mitarbeiter mit ihrem Gehalt sind. Selbst wenn du dir jeden Mitarbeiter vornimmst, wird sich das am Ende lohnen. Wenn sie erst wieder zufriedener sind, erst dann werden sie wieder die Arbeit aufnehmen. Wenn du ihnen eine Ausbildung absolvieren lässt, dann wollen sie natürlich auch mehr haben. Und das ist natürlich einfach nur natürlich sozusagen. Jedenfalls, wenn ihr das beachtet, werdet ihr wahrscheinlich nur noch weniger Probleme haben, als ihr vorher schon hattet. Wenn ihr nämlich nicht nur auf die Tiere achtet, sondern auch mal, was eure Mitarbeiter mal zu sagen haben, dann werdet ihr wahrscheinlich keine großen Schwierigkeiten mehr haben, euren Zoo zu führen, auch wenn das nach einer harten Arbeit klingt. Beziehungsweise nach sehr viel Arbeit. Aber es lohnt sich auf jeden Fall. Deswegen würde ich damit sagen, schließe ich mit der Zwischenbilanz ab. Und man sieht sich dann auf jeden Fall bei den nächsten Parts von Planet Zoo Beta-Version, die vielleicht sogar über den Monat hinausgehen werden, weil ich nämlich geplant habe, so lange Content zu bringen wie nur möglich. Jedenfalls empfehle ich euch, meinen Kanal zu abonnieren. Wenn ihr mehr von mir sehen wollt, klingelt das Glöckchen. Und dann sieht man sich auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder bei einem neuen Video von Planet Zoo. Also bis zum nächsten Mal und bis bald.